Ja, soll ich jetzt noch mal oder was? Ja, komm, ich mach das noch mal. Warum Ich versuch mal beamst du jetzt. nicht das Seil mit hoch und dann hältst du es gut fest? Und dann klettern wir anderen an dem Seil hoch. Das Seil ist jetzt leider schon versaut. Ich weiß nicht, wie man das Öl wieder abbekommt. Scheiße. Ist doch nicht unser einziges Seil. Kommt, wir knoten das hier jetzt mal zu so einer Schlinge zusammen und schmeißen es hoch zu dir. Nein, ich will nicht unbedingt das Ömer auf ihm beim Klettern festhalten muss. Immer schneidet das Seil los jetzt hier, was er da sozusagen hier, was hier sozusagen unbrauchbar ist. Und wartet auf das neue Seil, um es festzumachen. Ömer, würfel mal eine Intuitionsprobe plus 3. Plus 3 habe ich vergessen einzutragen, aber plus 11 hätte ich auch noch geschafft. Ausweichen plus 4. Oh, du willst heute echt wissen. Ömer ist auch noch zu gut davon gekommen. Jetzt gibt's Schaden. Schwupp, was auch immer da kommt. Dann drehst du dich um, du hörst wohl ein Geräusch hinter dir und du merkst, wie ein Kreischwind dich erfasst. Du fühlst dich, als ob du in eine andere Dimension, in den Limbus gerissen wirst und dann ist alles wieder vorbei. Wenn Ömer sich wieder umdreht, mit offenen Augen starrt er nach unten. Ihr könnt sehen, dass er überall im Gesicht triefende Wunden hat, die ihn aufgeschnitten haben, als ob es unzählig viele, unendlich viele kleine, unendlich, ja, unendlich viele, unendlich kleine Wunden sind, die da jetzt gerade aus ihm rausbluten. Trotz Ausweich gelungen, okay. Kein Schaden, aber du bist trotzdem von einem Kreischwind erfasst worden. Dann kriegst du keine Schadenspunkte, aber bleibt bestehen. Was hast du gemacht? Sieht ja furchtbar Ich aus. weiß nicht, irgendwas hat mich am Gesicht getroffen. Ich dachte, ich hätte noch weggezogen, aber irgendwas hat mich getroffen. Ja, ich kletter jetzt mit dem Seil da hoch. Ich versuche da hochzuklettern. Ja, versuche mal neue Seil mal festzuknoten, das ist ja nicht so schwer. Ja, das geht ja, ne? Also, man nimmt sich jetzt auf eine neue Stelle und ja, mal schauen. Das müsste jetzt klappen, jetzt klappt das auf jeden Fall. Ja, so könnt ihr nach und nach nach oben klettern und steht dann allesamt im Abgrund. Bin mal gnädig, keine weiteren Kletternproben, ihr kommt nach und nach nach oben. Auch Abel mir. Ja, dann los, würde ich sagen. Ich würde mal meine stinkende Robe jetzt mal über den Kopf ausziehen und ja, in den Rucksack packen. In den Rucksack. Wenn ich eine habe, keine Ahnung. Ja, genau, keine Ahnung. Dann habe ich Wirst keine du, doch, Last. du wirst wahrscheinlich einen dabei haben. Höchstwahrscheinlich hat man immer so das Abenteurergepäck dabei. Du verschmierst jetzt natürlich deinen gesamten Besitz mit diesem widerlichen. Ja, gut, das ist halt nur Schleim, aber Schleim aus der Dämonenbrache und. Der Rucksack war ja auch unter Wasser, der wird ja eh schon versaut sein. Wahrscheinlich. Ja, ich Aber wir könnten wir jetzt weitergehen und du kannst dich später umziehen, bitte. Ja, gehen wir weiter. Danke. So geht ihr in die Mitte der Festung. In Sanctum des Belagerers. Möchtest du was sagen? Ich denke, wir bräuchten jetzt mal eins von diesen Schilddingern. Jawohl, sollt ihr haben. Super. Beim Thema Schild, ich glaube, ich packe meinen nochmal aus. Mir wird jetzt nicht gerade so heiß. Ja, das ist ein guter Moment, um seine Waffen zu ziehen. Das ist vermutlich richtig. Zieht immer auch mal sein Säbel. Dito. Aber was ich noch fragen wollte. Die Kammern werden jetzt ja irgendwie entweder über oder unter uns sein. Wie bekommen wir die Kiste zum Splitter oder den Splitter zur Kiste? Wir binden sie an ein Seil und ziehen sie hoch. Oder lassen sie hinab. Sie hat Griffe, Raffin. Ja, gut, aber sagen wir jetzt mal, der Splitter ist am Ende eines von 5 Räumen. Wir sind hier in diesem Gang. Wollt ihr die Kiste dann durch 5 Räume Zwei hängen? W6, bitte. An diese spezielle. Wer hat das gesagt? Rosti, oder? Ja. Also diese spezielle Dings werden wir uns kümmern, sobald wir dort sind. Ah, okay. Na, dann ist gut. Er macht jetzt 2 W6. Ah, er wirkt in einer anderen Variante. Du hast ein Schild gegen Dämonen? Nee, was hast du gemacht? Doch, Schild gegen Dämonen mit verlängerter Zauberdauer. Dann sag mir mal bitte, welche anderen Varianten von dem Zauber noch so möglich sind. Du könntest ein Schild gegen Zauber oder einen persönlichen Schild machen. Oder halt den ganz normalen. Ja, dann nehmen wir einen persönlichen Schild. Das heißt, er legt sich nicht um alle, sondern nur um dich. Cool, ich bin der Tank. Ja,
Iserun vor. Aber du hast wahrscheinlich nur persönlicher Schild, kein Schild gegen den Mond. Ja, genau, persönlicher Schild, der nur gegen dich ist und ja, gegen Magie. Aber ich check das ja nicht. Oder, warte mal, ich habe Zauberkontrolle. Hast du? Ja. Zauberkontrolle hilft dir nicht, das zu checken, aber die Auswirkung dessen, wie sich der Guardianum aufbaut, anstatt um uns herum als Kuppel, siehst du wahrscheinlich gar nichts, weil der Guardianum nur auf deiner Haut sichtbar ist, ganz kurz. Dann gestatte ich allen anderen eine Sinnschärfe plus 12. Okay. Diese Runde selber nicht, aber alle anderen dürfen. Habe ich immer noch die plus 6? Ja. Doppel 1 ist immer drin. Abel. Du bist einfach mit dir selbst beschäftigt. Ich meine, er ist Abel. Ja, er ist irgendwie immer mit sich selbst beschäftigt, meinst du nicht? Ja, Alan hat es zumindest mitbekommen. Nee, hat er nicht. Nee, ich habe keine Schmerzen angetragen, weil bei 112 erwarte ich nicht, dass was passiert. Ja, immer. Ja, der denkt sich jetzt, was hier passiert ist, wohl wahrscheinlich richtig und kommentiert das nicht. Ja, gut. Isoran hat, wie gesagt, gezaubert. Dann bekomme ich bitte, schauen wir mal nach, 1W6. Von beliebigem. Durch? Ja, ich habe 2 Einzige Würfel. 3. Meiner war nicht angekommen. Die 3. Der Boden ist mittlerweile, obwohl die immer noch in diesem Schach steht, von lockerem Geröll bedeckt. Einen weiteren W6. Es riecht nach Schwefel im Verlauf. So, 1W20. Oh, den mache ich. Wir haben mindestens einen Geweihten anwesend, das heißt, das Ganze wird plus 3 gewertet. Ihr habt keine Schutzamulette aus Unmetall in der Gruppe. Dann haben wir insgesamt eine 5. Boom, Schakalaka. Dann könnt ihr nach Afim ist sich relativ sicher, nach 300, 400 Metern könnt ihr vor euch so etwas wie Einrichtung sehen, die hier durch die Festung durchgebrochen ist. Metallbeschläge, Zierrad, Halbedelsteine in einem Wert von so aufgebrochen, wie sie hier liegen. Es werden sicherlich 20, 30 Dukaten sein, die hier rumliegen. Man müsste sie nur einstecken. Wisst ihr noch, was man uns gesagt hat? Fasst nichts an. Ja. Ich hatte ich nicht vor. Selbstbeherrschung mit Goldgier als Nachteil, ist das richtig? Selbstbeherrschung plus Goldgier, finde ich gut. Die liegen da in dem Schacht. Man muss sie sich nur einstecken. Nichts leichter als. Dann hast du das auch? Bitte wie? Hast du das auch? Muss ich es jetzt festlegen? Nee, du musst es jetzt noch nicht aufschlagen, aber gut, also aktuell hast du zumindest noch keine. Nein, ich wollte dir das noch eine Woche durch den Kopf gehen lassen. Ja, ist okay, könnt ihr euch da Zeit lassen, was ihr für Nachteile ihr dann noch wählt. Rafim hat den Eindruck, als ob ihr immer gerade ausgegangen seid, nach oben, zumindest fühlt es sich so an, leicht nach oben, als ob ihr einen Berg gestiegen seid und trotzdem dein innerer Kompass meldet dir, ihr seid tief unter der Erde. Das kann gar nicht sein. Vor euch liegt ein verdrehter und verkrümmter Zylinder aus Erz. Wieder einmal 10 Schritt lang steht in den Katakomben, in den Kavernen, die ihr vor wenigen Stunden erst gesehen hattet, das Herz. Um euch herum glimmen noch einige unheilige Schmelzöfen, in denen Feuer, Humus und Luft ineinander übergehen, immer noch leicht brennen. Ihr könnt einige rostige Kreaturen hier erkennen, die einfach nur stehen, unbewegt, tot. Einige Feuerzungen, die aus den Schmiedeöfen hinausranken. Es kreischt immer noch so ein bisschen metallisch in der Luft. Immer fühlt sich wieder an die Situation erinnert, wo er diese Kreischwinde ins Gesicht bekommen hat. Die kurz schmerzten und dann war alles wieder weg und normal. Nur eine Halluzination. Und ihr könnt die aufgebrochenen Türen erkennen. Große zweiflügige Portal, durch das ihr schon getreten seid. Wieder runter auf die Treppe. Da waren wir doch schon mal. Das wäre gut. Von hier, wo ihr steht, in der Mitte des Herzens, ein Sprung nach unten. Sicherlich. 5 Schritt. Zählt der Sprung.
Körperbeherrschung, wenn ihr runter wollt. Wir können ein Seil hinunterlassen. Oder klettern. Wenn euch Klettern lieber ist. Nein, wir sollten auf Nummer sicher gehen und die Kiste müssen wir auch irgendwie hinablassen. Genau. Also bindet ihr euch an ein Seil um den Bauch und ich lasse euch runter. Können wir so machen. Dann... Saroni hat den Schild, nicht wahr? Dann geht ihr doch mal zuerst. Jawohl. Ja, ich binde mir das Seil um den Bauch oder lasse es binden und lasse mich dann von Rafim runterlassen. Gut festhalten. Wenn das ist dir um den Bauch? Ja, wenn das gut ist, also ich vertraue da unseren Klettermeistern. Klar, boy, bin ich jetzt um den Bauch, das hält. Fesseln entfesseln. Halt dich gut dran fest, nicht, dass es wieder Wachstellen hat. Du hast ja, das ja. 0 geschafft. Zack, 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 ganz einfach. Also, du hast ja noch Glück, wenn du willst. Könntest noch mal versuchen. Ist das mein Leben oder ihrs? Passt. Du Kameradenschwein. Ja, ich wollte gerade sagen. Isarun, du fällst noch 2 Schritt runter. 2 wie 6 minus 2. Und ja, das Seil löst sich um deine Hüfte. Du merkst, wie du fällst. Oh, das ist aber ganz schön. Ja, oh, Scheiße. Kann ich noch Körperbeherrschung? Körperbeherrschung, genau. Ja, ja, das geht. Aber du merkst auch, wie die Kiste aus der Hand rutscht. Unschön. Okay. Übrig behaltene Punkte kann ich von meinem Schaden genau, abziehen, korrekt? 2W6, sagtest du. Die Körperbeherrschungsprobe ist erschwert um die Anzahl der Meter, sind 2 Stück. Und dann hast du trotzdem noch genug übrig. Das heißt, du kannst die Würfel gar nicht, also kannst du komplett ignorieren. Ist alle 2 Würfel raus, kriegst du keinen Schaden. Du siehst, dass die Truhe aufspringt und dich das Wolfsmesser anstarrt. Deine Seele blickt. Ach, verdammt, jetzt ist das rausgeflutscht. Geht es euch gut da unten? Ja, ja, alles in Ordnung. Schmeiß mir mal so ein paar von diesen Alchemistenhandschuhen runter, damit ich das Ding wieder eintüten kann. Hier, farmt. Immer nimmt Abel mir die Handschuhe ab und springt einfach runter. Okay. Ja, ich packe mir dann dabei mal das Seil und klettere runter. Ich lasse mich nicht festbinden, ich nehme lieber eine Kletternprobe in Kauf. Aber mir helfen mir mal festhalten, der ist schwer, der Junge. Ja, okay. Und bekommt immer 5 für 6 minus 5 und ich darf 5 Würfel rausnehmen. Genau. Achso, richtig, genau. Ich habe gerade gesehen, was die Modifikator auch eingetragen. Kannst du 5 Würfel rausziehen? Dann das dem Isarun. Ich reiche Isarun die Handschuhe hier. Die Handschuhe. Danke. Ich hatte wohl noch Schmiere an den Finger bei dem Seil. Dieses Schmierezeug ist widerlich und überall. Ist ja nichts passiert. Und klettern? Mhm. Das sieht gut aus. Oh, das sieht richtig gut aus. Oho. Ich lasse mich da schön wie an der Feuerwehrstange runtergleiten. Handschuhe habe ich ja. So, aber mir. Wollt ihr klettern oder soll ich euch runterlassen? Sekunde. Ich zuppel mal dieses Levitationselixier aus meinem Gürtel. Ich kann euch auch auffangen, wenn ihr wollt. Nein, Sekunde. Kameradenschwein. Trinke es und. Ja, dann fühle ich mich gestärkt und. Ja, Kletternprobe. Minus 12. Ja, bei 12 Punkten eine Erleichterung, ich würde dann. Ich habe plus 6, also. Ja, genau, minus 6, genau. Aber mir. Doppel 20 geht immer, Junge. Oh, Scheiße. Alter. Junge. Du stürzt mir nicht in den Tod. Ich hab's heute echt wissen. Letzter Tag ohne Chip, da kann man nochmal auf die Kacke hauen. Ich wuff ein Scheiß. Raffi, bist der Letzte. Spring und klettern. Spring natürlich. Keine Angst. Dann los. Du hast die Spezialisierung, ne? Ich geh aus dem Weg, bevor er landet. Natürlich. Aua. Aua! 5 für 6 minus 5! Aua! Zum Glück bist du kein Trollpunch. Und wer da jetzt ein Patzer? Alter! Oh. Ich hab ein Leben gewonnen. Das ist plus 5, der minus muss nur 10 abziehen, er hat nur 14. Achso, na ja, 14. Nur okay, 14, dann. Nächste Wunde im Bein. Ja, hab ich noch eine Wunde? Warte mal, lass mich jetzt mal gucken, ob ich jetzt erstmal schreie. Ja, wer packt das Wolfsmesser wieder ein? Das ist kein Problem. Das ist kein. Obwohl, ja, doch, das müsste noch passen. Ja, kannst du die Wunde im Bein notieren? Hm?
wie gesagt, gerade nicht im Kampf. Könnte später nochmal wichtig werden. Nun, dann pack das Messer ein oder lass es liegen? Iserun, wollt ihr oder? Ich zieh mir meine Handschuhe an und schnapp mir das Wolfsmesser und tu's wieder in die Kiste. Gut. Ja, dann darf Iserun mal eine Sinnschärfeprobe machen, plus 13. Ja, hier steht auf den geborstenen, gebrochenen Flügeln der Maschine oder der Herzkammer und könnt dann an der Treppe vorbeigucken. Die Treppe führt irgendwie in verschiedene chaotische Winkel, hat sich wohl auch gedreht und führt in andere Dimensionen und darunter könnt ihr dann ebenso die Prunkgemächer erkennen, die ebenso aufgesplittert sind. Ihr hattet den Raum damals nicht betrachtet. Der erste Raum, eine Vorhalle, sternförmig, ihr könnt es bereits sehen, ein Heptagramm auf dem Boden, auf den Fliesen. Eine siebeneckige Kammer, sieben Türen, die hier abführen. Iserun verschließt gerade wieder die Box, es klickt wieder, das Wolfsmesser ist wieder sicher. Und, wie fühlt ihr euch? Scheiße. Nicht du. Sehr nett. Nicht anders als sonst. Also ich meine, es ist eine hässliche Klinge und mit ganz komischen Spiegelungen, aber irgendwas Böses wird sie wohl... Nein. Sag mal, Hans, ist die schwarz geworden? Ich weiß nicht. Ich zieh mir mal die Handschuhe aus und guck meine Hände an. Nein, sind sie nicht. Warum hab eigentlich nur ich Pech mit seltsamen Klingen? Vielleicht ist es ja auch erst, wenn man das benutzt, dass irgendwas Böses passiert. Und wenn man sie mit der blanken Hand anfasst. Genau. Ich bitte doch demjenigen, der damit abgestochen wird, etwas Schreckliches. Alles Binden möglich. Wir es lieber nicht heraus. Und dann, wo lang? Ihr seht doch die ganzen Gemächer hier. Da, vorne runterklettern. Oder hoch. Oder wieder runterspringen. Einmal mehr hinab also. Möchte immer nochmal springen? Wie tief ist denn das, nicht zu springen? Ja, wieder 5 Meter, sag ich mal. Der Gang ist ja nicht so breit, dann... Dann springt immer. Überwertung. Oh. Junge. Du springst wieder hinunter und landest dann... Ich setze meinen Schippi ein. Ich würde jetzt 5W6 minus 5 Ausdauerschaden bekommen und darf nur einen Würfel rausziehen. Das nehme ich mal nicht so hin und deswegen setze ich meinen Schicksalspunkt ein. Alles gut, musst du gar nicht. Du würdest jetzt Schaden bekommen, rein theoretisch. Du springst einmal durch den Gang hindurch, siehst, wie die Treppe neben dir vorbeifliegt. Und bevor du dann das Prunkgemach mit diesen Kacheln dann betrittst, siehst du, wie unter dir das Heptagramm aufleuchtet und du in der Mitte des Raums stehen bleibst. Ein Raum ohne Schwerkraft. Ab jetzt wird Fliegen gewürfelt. Ich hasse dich. Und kommt hier, runter, ist total super hier. Und während ihr nach unten sehen könnt, wie immer in der Mitte des Raums stehen bleibt, fliegt, wie ein Akrobat, die beiden Hände in der Luft, die Arme ausgestreckt, Beine ausgestreckt, guckt euch nach oben an, dreht sich so ein bisschen, schwerelos. Ja, klappt. Einfach springen, hör mal. Einfach zu mir springen, dass du mich so ein bisschen anstupst, dass ich hier nicht ganz in der Luft hänge. Während ihr einer nach dem anderen nach unten springt, ebenso neben Ömer landet in der Schwerelosigkeit des Raumes, um euch dann hier in den Prunkgemächer mich ja noch einmal selbst zu orientieren, kann Iserun bemerken, wie ihr etwas am Gürtel sticht. Du greifst einmal kurz danach oder tastest danach. Dein Wolfsmesser. Purpurn.